Setz Biss ein, das soll ich tanken. Oh Gott, der Crit Flinch. Der Crit Flinch. So, ich glaube, ich besiege das Relaxo einfach und hole mir dann auf Route 7 eine normale Begegnung. Ich glaube, das ist das Fairste. Ich kann flüchten. Oh, ja, das ist ein richtig guter Tipp, Daniel. Dankeschön. Stimmt, das mache ich. Dann muss ich die EP gar nicht nehmen. Und da drüben ist auch Route 7 und ich meine, da gibt es coole Pokémon. Also da gibt es ein bestimmtes cooles Pokémon, was ich sehr gerne hätte. Da kommt wieder der Adel. Doss könnte sich bestimmt richtig gut mit dem identifizieren. Der hält auch nichts von dem Pöbel. Ich glaube, das wäre der richtige Charakter für Doss. Hier ist immer noch Route 7, genau. Was? Ach so, meine Superpower-Freunde-Band. Ah, hier ist doch auch der... Wie heißt denn das nochmal? Irgend so ein Kampfhaus-Ding. Warte. In welcher Richtung avoide ich die jetzt, ist die Frage. Okay, wenn die nach... da gucken, dann gehe ich da einfach... So. Geil, okay. Sehr gut. Die Skills. Ah! Kann ich die avoiden? Ja, kann ich. Kampfschloss, okay. Okay, ich mach das gut. Cutscene. Na, Sandalio? Ich kann ja dann auch, also, ich meine, im Ernstfall, falls ich vor der Arena mal zu low sein sollte, wenn ich Trainer wollte, kann ich ja immer noch zurückgehen und die Trainer besiegen. Von daher ist es wahrscheinlich schlau. Kann ich den einfach ignorieren? Ich hoffe so sehr, ne? Ich hab gar keinen Bock. Oh, war der Rivalenkampf? Das klingt nach Rivalenkampf. Ein Rivalen-Doppelkampf. Okay, das ist ja auch verrückt. Mal gucken. Aber auch so richtig, die beiden starken gegen die beiden, denen das Trainieren nicht so wichtig ist, die eher so kämpfen und Pokédex tanzen und Pokédex vervollständigen wollen. Haben die jeder nur ein... Die haben auch einfach nur ein Pokémon jeder. Was? Nee, er hat zwei, warte. Aber Tiano hat nur eins. Oh, das ist ein bisschen Sünde, ey. Schon sehr interessant, wie unterschiedlich unsere Kampfstile jetzt gerade waren. Ja, ja. Das ist schon crazy interessant. Viel gelernt aus diesem Kampf. So, hier will ich jetzt... Wieso habe ich eigentlich immer noch nicht Zerschneider? In diesem Gras will ich aber eine neue Begegnung fangen. Und zwar eine ganz bestimmte. Eine ganz, ganz bestimmte. Die ist so bestimmt. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Einfach eine Horde Entons, okay. Aber ich glaube, die können mir nicht so viel, deshalb versuche ich mal ein Enton zu fangen. Ich habe irgendwie wieder diesen Grind, dass ich nur Pflanzen- und Wasser-Pokémon fange. Das war in Schwarz 2 auch schon so. Das gefällt mir nicht. Oh, 21, nein. Geolink-Höhle. Zubat-Nest. Na, was wird uns hier erwarten? Ein Zubat! Es hätte nicht ernsthaft Mediti und Milza gegeben. Meditalis ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, Mann. Ah. Okay, schön. Sehr, sehr schön. Ja, Zubat kommt ins Team. Klar, auf jeden Fall. Zubat werde ich, sobald ich kann, aus der Box holen und dann, auch versuchen hochzuleveln. Was ist jetzt los? Ach nö. Was wollt ihr denn? Nö, hab ich mich noch nicht gefragt. Ist mir aber auch völlig egal. Ich finde euch richtig irrelevant. Weg! Die nerven was weg vielleicht, ja? Meine Güte. Ich hoffe auf ein ganz bestimmtes Pokémon. Und ein anderes gibt's hier, glaube ich, auch, was ich auch sehr cool fände. Das war's nicht. Das war's. Nicht im geringsten. Okay, chillig. Das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, du hast einen Milza. Das freut mich aber für dich, du Spacko. Oh, Level 19 aber. Not bad. Not even bad. Das hat Drachenwut.
Oh no, Alter. Oh no. Okay. Okay. Oh no. Stab-Rückkehr? Stab-Rückkehr muss killen. Ich kann jetzt auch nicht groß heilen oder wechseln. Das bringt gar nichts. Okay. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Petrophia. Ah, und hier ist noch dieser ganze. Oh nein. Dieser ganze Fossilkram. Warte. Route 9. Ja, okay. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, da steht Route 6. Was auch immer das war. So. Ich habe auch noch genug Pokébälle und so. Es war so klar. Ich meine, es ist ganz cool. Aber wäre dann das dritte Normal-Pokémon. Und hier gibt es einfach Garnuvil. Hier gibt es Garnuvil. Also, ja, es ist gegen Flug-Pokémon gut. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Gegen Flug, gegen Wasser. Noch irgendwas? Oh nein. Was ist. Oh, das sind meine Begegnungen? Ach so. Okay. Oh boy, Alter. Das muss ich aber erstmal fangen. Aber ich meine, das ist ein starkes Pokémon, auf jeden Fall. Jawohl! Ich hatte Angst, dass das schwieriger wird. Das hat, glaube ich, nicht so die beste Fangquote. Oh, ich habe die EP schon wieder aufgeteilt. Ah, nein. Ah, da ist das Pokémon, was ich haben wollte. Oh, das wäre es gewesen. Oh, Dunkelklau ist gut. Ja, das Spiel ist richtig so nah. Wolltest du dieses Pokémon haben? Haha, fick dich. Ah, diese Kamera. Die macht mich ein bisschen kaputt hin und wieder. Aber sie ist böse. Nanu? Wie der aussieht, ey. Viel zu nice. Oh yes. Oh yes, das gute Team Flare Theme. Wir von Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Geiler Spruch. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand. Aber warum? Aber warum? Du weißt doch sicher, dass man nicht mit dem Feuer spielen sollte. Nein. Die sehen schon cool aus. Also. Das ist schon ein gut aussehendes, böses Team auf jeden Fall. Bis auf diese unheimlichen Admins. Da gab es irgendwelche Admins, die richtig komisch aussahen. Aha, direkt Doppelkampf, ne? Wir vom modischen Team. Oh, ach so, ah. Okay, zwei Kampf-Pokémon, cool. Dankeschön. Verdammt. Danke, ich mein Fliegi. Psyo hat was richtig Gutes gemacht gerade. Bin ich Fan. Da bin ich kein Fan von. Das ist der erste Tod von einem wichtigen Teammitglied durch einen Volt. Und das Ding hat Hochmut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Na, jetzt muss ich dann auf jeden Fall Googly Aimer benutzen. Ah, es geht wieder los. Es geht wieder los. Ah, Fliegi. Fliegi. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird nicht reichen. Ne, ein. Move kommt noch. Ja, Psyo, RIP, aber nicht meins. Oh. Alter, das Ding macht mir ganz schön Angst. Das war gefährlich. Das mochte ich nicht. Also, was heißt, es war gefährlich? Es war scheiße, Fliegi ist tot. So ein Müll. Und natürlich durch einen Volltreffer. Arg. Ist alles in Ordnung mit dir? Hat sich Team Flair blicken lassen? Team Flair? Was soll das sein? Ein Pokémon? Ein bisschen Brede. Oh. Kiefer. Aha. Ja. Cool, krieg ich einen Balgoras. Finde ich supi. Aber ich glaube, niemand möchte Balgoras sein. Deshalb nenne ich Spicy. Reliefera City. Okay. Sneaky. Oh ja. Hier kriegt man doch das Fahrrad, richtig?
Natürlich nicht. Fahrräder in verschiedenen Farben, das ist ja völlig verrückt. What the? Achso, hä? Ah, der Arenaleiter, hallo. Was machst du denn hier? Ich fahr Fahrrad. Darf ich hier Fahrrad fahren vielleicht? Das Fahrradrennen ist bereits gelaufen. Aha. Dankeschön. Sehr nett. Bis 25 darf ich ja. Das heißt für mich, ich mache den EP-Teiler an und level so lange, bis ich 25 bin. Bis eins meiner Pokémon 25 ist, versteht sich. Ich habe jetzt einen neuen Charakter gerade für mich entdeckt in Smash, und zwar Sephiroth. Den will ich lernen und gut mit dem werden. Der ist echt cool. Der ist wie Bewohner auf Steroiden. Ja, guti. Aber jetzt ist das Team... nicht das Team. Jetzt sind die beiden Pokémon Level 25. Jetzt geht's ab in die Arena. Auf wie geht's? Hier wird geklettert, das weiß ich noch. Sieht schon ganz cool aus. Doch, sieht cool aus. Gefällt mir. Ui, Wasserfall. Voll schön. Nietenranke, was ist das? War das nicht sogar gut? Oh! Alter! Ja, bitte! Okay, kann ich den avoiden? Nein! Ah, das war mit der Kameradrehung komisch. Da bin ich in die falsche Richtung gegangen. Mist. Rihorn, na gut. Ist das nicht sogar Steinboden? Ja, weil sich die Kamera gedreht hat. Das war keine Absicht. Diesen Arenaleiter feiere ich übrigens wegen einer Sache, die er gleich macht. Da, er knackt seine Gelenke. Ich liebe ihn. Setz Biss ein, das soll ich tanken. Oh Gott, der Crit Flinch. Der Crit Flinch. Ich geh doch mal in Kastanie. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Der Cringe. Egelsam. Oh Gott. Das Ding macht mir Angst. Das Ding macht mir echt Angst. Gut, dass ich immer auch Egelsam habe. Oh boy. Okay, der ist stark. Der ist auf jeden Fall stark. Stall ich jetzt halt aus, ne? Richtig hinterhältig stall ich den jetzt aus. Auch ein Crit Flinch killt mich nicht. Aber der hat mich jetzt mehrfach an den Rande des Todes gebracht. Also eins meiner wichtigsten Pokémon. Zwei meiner wichtigsten Pokémon. Okay, zweiter Orden. Geil.